Oh, wir sind jetzt angekommen. Hallo, bin ich drauf? Guten Tag. Sieht man, ich nehme kurz die Kamera. Sieht man diese Wand da hinten, hinter mir? Kannst du auch die Kamera umdrehen, oder? Oben rechts. Warte. Diese Wand, da oben in den Wolken, stehen wir morgen früh. Da hinten hinter den Bäumen schlafen wir heute Abend und jetzt stehen wir hier und jetzt filmen wir hier unten. Und dann gibt's Essen. Hapa, hapa. Soll ich mal so eine richtig cinematische Kamerafahrt machen? Machen wir eine richtig cinematische Kamerafahrt. Boah, ich jetzt noch Rotz machen. Jetzt pass auf. Boah, ich werde blöd. Ich bin so ein Cine-Roboter, Achtung. Weißt du, wie beschissen das gleich aussieht? So, ich brauche jetzt bloß Drohne, wa? Ist voll. Wir sind jetzt wieder back vom Essen. Schon wieder dick am Shots machen unterwegs hier. Also damit ihr mal einen Plan habt von dem, wie das hier abläuft. Ich laufe vor, Max filmt. Da hinten. Und dann kommt er hinterher. Und dann laufen wir zur nächsten Szene. So. Ja. Da steht's. Und da geht's dann nachher hoch. Seekurve 4 Stunden. Naja, wir müssen aber nur 2 Stunden latschen, weil wir dann uns erstmal aufs Ohr hauen und dann heute Nacht die 2 Stunden die restlichen machen. Guck mal, man sieht sogar, also manchmal sieht man es da. Genau da oben ist ein Kamm und dahinter ist Wald und da schlafen wir. Und dann geht's morgen von da drüben, von da. Da hoch. So. Gut. Oh Junge, ey, was bist du für ein... Obwohl, jetzt geht's. Es geht, ne? Es ist, das bleibt so an der Seite hängen, mehr oder weniger. Ja, oh, nee, Alter. Oh, Alter. Also, ja, es geht. Aber wenn du auf 2008 da hoch willst... Ja, da lasse ich die... Bis zur Mitte 1,5 Stunden das Schleppen, das geht vielleicht noch, aber es ist schon echt... Bis hoch auf den Gipfel muss... Weiß ich nicht. Also... Das hier würde ich mir noch anders überlegen. Weil das schwenkt die ganze Zeit... Oh, nee, Mann. Das geht ja mindestens nach 10 Minuten. Wenigstens nach 10 Minuten. Nimm doch einen Gurt und stropfst das auf die andere Seite, dass es genau auf der Mitte hängt. Ja, mal gucken, wie ich das mache. Weil so... Also, da würde ich mich ja... Also, das Aufsetzen ist das Schlimmste. Da denkst du ja, du hebst einen Elefanten hoch. Aber wenn es einmal auf dem Rücken ist, soll ich dir helfen. Was denkst du, wie viel Kilo das sind? 25? Hm. 25 bis 3 schweren schon sind. Ja, und jetzt meins? Also du wirst es auf jeden Fall angenehmer haben. Hier, pass auf, ja. Home Run bis da hoch. Ah, naja, wir packen noch den Rest zusammen und dann geht's los, ha? Hast du noch eine?
chillig. Hast du richtig geilen Rauchfilter mit deiner Zigarette davor? Richtig geilen Rauchfilter. So. Einstieg eingekommen. Halb über den See geschafft. Jetzt geht's. Da hoch. Da ist der Maxe. Und hui. Da ist das Schild. Seekurve 4 Stunden. Wir müssen allerdings nur bis zu unserem Mittelcamp. Hintergrund sieht man Max und ein Praxa Witze. Yes. Wir haben jetzt Rucksäcke getauscht. Und jetzt geht's hier hoch. Oh, schön steiles Stückchen. Hier drüben zickzack hoch. Mal gucken, was das wird. Es wird auch merkbar windiger. Das merkst du sofort. Es wird übelst kalt werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich jetzt einfach nur noch, oben anzukommen, mich in die Hängematte zu fahren. Jo, so, wir sind angekommen, haben unsere Hängematten aufgebaut. Hier unten ist, drüben ist Max noch am Tätigen. Das ist ein schöner Hängematten-Setup von Max. Und ich sitze hier ganz entspannt in meiner drinne. Unsere Theorie, dass es kalt wird, hat sich auf jeden Fall bestätigt. Also für alle, die jetzt zugucken und noch nie oder so normale Gartenhängematten für sich im Gedächtnis haben. Ich finde das einfach so geil, wie man sich die aufhängt. Und man hängt in der Luft so richtig schön Viehzeug kann hin, weil man hier Moskitonetz hat. Man entspannt hier einfach in der Luft. Und es ist richtig kuschelig und gemütlich in dem Ding da. Ja. Machen wir hier unser Essen. Und dann geht's in die Haie. Ja. Oh, ich freue mich so aufs Bett, ey. Ich mich auch, aber ich bin einfach so nur rein und schlafen. Ich bin so fertig, ey. Oi. Also, wir werden so ungefähr 3 Stunden brauchen. Mal gucken, je nachdem. Eine Spinne. Ey, die rennen hier überall rum. Naja. Schon 2 auf meinem Rucksack, eine am Baum, wo ich meine Hängematte angehängt habe. So. Finde ich sie. Ey, ne, ich dachte halt wirklich, als du mit Hängematten gequatscht hast. Ja. Aber wir brauchen unbedingt ein Moskitonetz und nicht so. Auf 2000 Meter sind keine Moskitos. Nee, aber dafür Ameisen, Spinnen und sonstige Gefiecher. Also es ist schon gut, dass unsere Hängematte quasi ein Kokon ist, wo nichts so direkt
schnell reinkommt. Ja, und... Sonst hätte ich mein Bett teilen müssen. Ja, und wir haben es halt auch nicht nur auf 2000 Höhenmetern gebracht, sondern auch gestern. Ja, ist richtig. Och, diese 5-Minuten-Terrine, die werde ich mir einverleiben wie sonst was. Die lacht mich auch richtig an. Spinne, ich stelle hier gerade die ganze Zeit rum. Spinne denkt sich, oh, da fahren wir mal mit raus. Zack, Foto. Wo ist er jetzt? Runter? Da unten. Ja. Wenn du jetzt auf meine 5-Minuten-Terrine krabbelst, bist dich. Wir sind's. Na, weg, Alter. Du fuckst ab. Übelst nervig. Boah, irgendwie sind die nur am Boden so aktiv. Schnell vor allem. Nervig. Und dann kam die Nacht. Es war eine sternklare, kalte Nacht. Gegen 2:30 sind wir aufgewacht. Mein Magen war leer. Wir haben uns angezogen, die Rucksäcke erleichtert und sind aufgebrochen zum Gipfel. Ich merkte schnell, dass ich mit dem angegebenen Tempo von Max nicht mithalten konnte. Mein angeschlagener Liter Wasser, der bis zum Gipfel reichen sollte, war schnell aufgebraucht. Und ich merkte, dass ich wahrscheinlich nicht bis zum Gipfel schaffe. Nicht unter diesen Bedingungen. Und so traf ich für mich und mit Max die schwere Entscheidung, dass ich umkehre und zum Mittelcamp und unseren Hängematten zurückkehre. Dort angekommen, fiel ich sofort in den Schlaf, wurde gegen 11 Uhr durch Max wach, wir packten unsere Sachen zusammen und machten uns beide sehr fertig und müde wieder auf den Rückweg. Wir waren in knapp 2 Stunden wieder zurück am Parkplatz und entspannten uns dort erstmal. So, Gucke, ich mach euch was hier wieder rein. Wie war denn das jetzt hier? So, hier. Wir sind auf jeden Fall unten wieder angekommen. Schon vor 2 Stunden. Vor 2 Stunden schon. Der Keck hat erstmal mit mir hier gechillt. Ja, muss auch mal sein. Haben wir jetzt das Auto schon wieder schön beladen. Max macht hier noch letzter. Ich muss ja meinen Kamerarucksack wieder auf Autonormalverbrauch umbauen. Anpassungen. So, dann werden wir das zusammen sammeln. Und dann geht's ab. Kakao trinken. Boah, wird geil. An dieser Stelle wollte ich mich nochmal bedanken bei Max, dass er mich auf dieses Abenteuer mitgenommen hat und obwohl ich nicht bis zum Gipfel gekommen bin, war es eine sehr lehrreiche und schöne Erfahrung. Und bei euch dafür, dass ihr diese beiden Videos angeschaut habt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und jetzt verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Euer Hendrik.